Weltreiterspiele 2018. Eine Herausforderung, nicht nur für die Reiter, sondern auch für die Bundestrainer. Mal schauen, wie teamfähig sie sind. Ich fordere sie heute heraus, und zwar zum Buhlen. Und das ist das Ziel. Wow. Wow. Anfängerglück. Also die erste Runde haben wir jetzt geschafft, den Umlauf haben wir geschafft. Was denkt ihr, wer gewinnt im Stechen? Du hast eine Vorlage gemacht, du warst so schnell und so dicht dran, ich glaube, dich schlagen wir nicht. Wir geben den dreien nochmal eine Chance. Mal sehen, wie das so klappt. Also ich leg vor. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Die hier ist auch näher dran als meine. Herzlichen Glückwunsch. Ich ziehe meinen Hut. Gute Leistung. Ich übe dann. Genau. Bis zu der nächsten Weltmeisterschaft. Da geht's weiter. Hallo Hans. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot. Blau. Warum? Rot hebt. Deine schwierigste Nominierungsentscheidung? Sicherlich vor Rio, wo wir 5 Weltklasse-Paare hatten und dann einem mitzuteilen, dass er nicht dabei ist, beziehungsweise 5., das war schon sehr, sehr schwierig, ja. Das war 2015. Und was war da? Das war sicherlich die Nominierung von Totilas mit Matthias Alexander Rath. Dein Lieblingsfach in der Schule? Sport. Geschichte? Englisch. Warum? Ja, Sprachen liegen mir. Deine größte Schlappe in der Schule? Mathe. In der Schule? Schlappen, die verdränge ich meistens. Da kann ich mir gar nicht mehr dran erinnern. Sicher? Ganz sicher. Ich bin einmal sitzen geblieben, weil ich mehr Reiten im Kopf hatte und musste dann einmal eine Klasse wiederholen. Das war meine größte Schlappe. Was wärest du geworden, wenn du nichts mit Pferden gemacht hättest? Mein Vater wünschte sich, dass ich Pianistin geworden wäre. Ich habe mal BWL studiert, aber ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist. Winzer, mein gelernter Beruf ist ja Winzer. Ich habe das Glück gehabt, mein Hobby zum Beruf zu machen und ich wäre sicherlich beim Wein geblieben. Ähnlich wie bei Pferden, es gedeiht etwas, es wächst etwas und man braucht Geduld und es braucht Zeit. Wie viele Medaillen holt ihr in Tryon? Ich hoffe einige. Titelverteidigung ist eigentlich unser Ziel. Ganz klar eine Mannschaftsmedaille, wenn wir die haben, sind wir mehr als zufrieden. Mach mal eine typische Handbewegung, die du jeden Tag machst. Warten. Ja, fällt mir so spontan auch jetzt nicht ein. Gar nichts. Also jeden Tag beim Gelände, dann sage ich immer, wo es lang geht. Ich bin beim Orga-Chef André Schoppmann. Wir spielen jetzt eine Runde Quartett und wir beginnen mit der Runde Nummer 8. 8 Disziplinen gehen in Tryon an den Start. Das sind Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren, die Voltigierer, Distanzreiten, Reining und die Reiter mit Behinderung, Para-Equestrian. 250. Das sind die zu erwartenden akkreditierten Personen, die in Amerika dann das deutsche Team bilden. 1569. Übernachtung habe ich in Tryon gebucht. Wow. 5500. Kilogramm Futter werden unsere Pferde rechnerisch in Amerika fressen. 20.100, die größte Zahl. Kilogramm Gepäck, Sattelschränke, weiteres Material, was mit nach Amerika geht. 2. Seefrachtcontainer, mit denen wir die Kutschen, der Fahrer und die Geschirre nach Amerika schaffen. 677. Tage Vorbereitung. Vom Tag der Vergabe der Weltreiterspiele an den Veranstalter Tryon bis hin zur Eröffnungsfeier. Ist das gar nicht so, wie wir uns das vorstellen? Die Reiter fahren hin und es läuft alles so. Wenn das so ist, wenn die Reiter das so empfinden, habe ich meinen Job gut gemacht. Dennis Peiler ist der Chef de Mission. Und wir spielen jetzt eine Runde. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Dennis, was muss denn für dich unbedingt dabei sein, wenn du jetzt auf die Reise gehst? Auf jeden Fall meine Laufschuhe. Laufschuhe? Wofür brauchst du Laufschuhe? Tryon, das ist ein riesiges Gelände. Wir haben 4 Disziplinen meistens zeitgleich.
Das heißt, man muss schnell von A nach B kommen und man will ja dicht am Geschehen sein. Insofern muss man flott auf den Beinen sein. Gut, und dann sehe ich da noch dein Handy. Irgendwie hat man sein Büro immer dabei, aber Kommunikation ist natürlich alles. Ständig erreichbar sein für das Team, die Teamführung, das heißt unsere Equipe-Chefs, Bundestrainer, aber auch Reiter, Tierärzte und das gesamte Unterstützungspersonal. Aber auch, ich bin ja Bindeglied in meiner Funktion auch zum Organisationskomitee. Insofern ist man permanent am Telefonieren und am Vermitteln. Die Kreditkarte, jeder, der schon mal in den USA war, weiß, das ist das Zahlungsmittel der Wahl. Und auch für uns, es gibt ja einiges an Dingen, die vor Ort zu begleichen sind. Und ich hoffe, dass wir auch genug Grund zum Feiern haben. Auch dann kommt die Kreditkarte sicherlich zum Einsatz und wird ordentlich glühen. Ohne Süßigkeiten geht bei mir gar nichts. Und das gehört dazu, dass man auch manchmal so ein bisschen abschalten und durchatmen kann. Und dazu gehören für mich immer die Süßigkeiten. Vor dem Abschalten kommt aber immer noch das Reiten. Und dazu auch das Regelwerk oder wozu brauchst du das? Ja, das gehört auch dazu. Man kann ja nicht alles im Kopf haben. Wir haben 8 Disziplinen vor Ort. Jede Disziplin hat ihr eigenes Regelwerk. Und es ist immer angesagt, es irgendwo parat zu haben, wenn man es mal braucht. Insofern habe ich es immer dabei. Und jede Disziplin will auch angefeuert werden. Also die Fähnchen, richtig? Ohne den geht natürlich gar nichts. Auch wir zeigen Nationalstolz und wir sagen, gebt Gas und reitet für Deutschland und wir machen wie immer das mit den Fähnchen und feuern unsere Teams ordentlich an. Und damit es in Trial noch wirklich läuft, habe ich euch was mitgebracht. Ein Glücksbringer und eine Tasche, wo ihr alles reintun könnt, was ihr so im Laufe der Tage braucht. Bitte schön. Hey, super, das können wir gut gebrauchen. Und ich habe auch eure neidischen Blicke gesehen. Und so sitzt das. 1, 2, zack. Das hängt an meiner Nase fest. Ha 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 ha!